Guten Morgen, ihr Lieben! Es ist Montagmorgen, der 4. Dezember und ich hatte Lust, mit einem neuen Vlog anzufangen. Ich habe gestern schon ein bisschen unser Schneechaos gefilmt. Gestern früh, wie ihr gesehen habt, war hier noch nichts. Da kam noch die Sonne raus, da war noch so ein ganz komisches Licht gestern Vormittag. Und dann auf einmal so um 9, halb 10 fing das an mit Schneien und schneite und schneite und schneite und schneite und hörte nicht mehr auf. Irgendwann die Nacht hat es dann aufgehört und jetzt taut auch schon alles wieder weg. Und ja, es war gestern ja voll der Wintereinbruch bei uns, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich mag ja den Winter, ich bin ein Winterkind. Und ja, ich habe mich sehr gefreut über den Schnee. Eigentlich wollte ich gestern schon mit euch reden, aber irgendwie habe ich dann gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und habe nicht gefilmt und... Ich weiß nicht, ich habe dann gedacht, ach komm, machst es morgen früh in aller Frische. Und ja, ich habe gestern gelesen. Und zwar habe ich gestern Das göttliche Mädchen von Amy Carter gelesen. Ich habe dieses Buch auch beendet, auch wenn ich noch nicht durch bin. Hier sind noch zwei Kurzgeschichten drin zu dieser Reihe. Denn Das göttliche Mädchen ist eine Trilogie, das war jetzt der erste Teil. Und ja, ich werde die zwei Kurzgeschichten dann auf jeden Fall heute und morgen vielleicht noch lesen. Mal gucken, heute eine, morgen eine. Und ja, Das göttliche Mädchen, was soll ich zu diesem Buch sagen? Der Anfang war sehr, sehr merkwürdig. Ich fand den Anfang einfach zu kurz und zu knapp. Also man denkt sich die ganze Zeit einfach nur so, wieso ist die jetzt mit denen befreundet? Die kennen sich doch aus 2 Tagen und die reden hier von großer Freundschaft, Best Friends Forever und so. Und ja, war ein bisschen schwierig. Also... ich hätte mir dann am Anfang ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit einfach gewünscht, um die Charaktere kennenzulernen, um das Ganze irgendwie sacken zu lassen. Einfach, dass man das glaubwürdig den Leuten abnimmt, dass dort auch eine Freundschaft entsteht. Und das hat mich am Anfang echt tierisch genervt. Also da habe ich echt gedacht, so, boah, was soll das? Und dann war dieser Wendepunkt in der Geschichte, wo die Geschichte dann eine komplett andere Richtung genommen hat. Das war okay. Aber auch da ging es am Anfang alles sehr, sehr schnell und auch die Entwicklung, die Kate in diesem Buch machte, war auch extrem schnell. Also ich hätte mir in diesem Buch, in diesem Fall echt einfach mal 100 Seiten mehr gewünscht. 50 am Anfang, 50 mittendrin und das Buch wäre top gewesen, aber so hat es mir hier an einigen Stellen einfach gefehlt und das fand ich schade. Ja, ich will dann heute, wenn ich es schaffe, weil das wollte ich gestern eigentlich schon, mit Wilde Umarmungen anfangen. Hier sind 4 Kurzgeschichten drin und ich wollte eigentlich an jedem Adventssonntag eine Kurzgeschichte lesen. Aber dadurch, dass ich dann gestern Das göttliche Mädchen durchgezogen habe, habe ich dann gedacht, komm, du liest das jetzt erst zu Ende, bevor du mit Wilde Umarmung anfängst. Und ja, deswegen will ich heute auf jeden Fall Wilde Umarmung den ersten Teil lesen. Das sind ja auch 4 Kurzgeschichten in diesem Teil. Und ja, wenn ich mit Wilde Umarmung fertig bin, dann lese ich vielleicht noch eine Kurzgeschichte von Das göttliche Mädchen. Und dann schauen wir mal, werde ich morgen noch die zweite Kurzgeschichte von Das göttliche Mädchen lesen. Und dann bin ich durch mit dem Buch. Ja, danach, wie gesagt, lese ich Wilde Umarmungen und ich warte noch auf 2 Rezensionsexemplare. Eins vom HarperCollins Verlag und zwar den 3. Teil von Götterleuchten. Ich freue mich so, ich bin so happy, dass ich das Buch vom Verlag bekommen habe. Das werde ich auf jeden Fall gleich suchten, das Buch, wenn es kommt. Denn das Ende vom 2. Teil war so, wow. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und dann habe ich noch ein Buch beim CBJ Verlag angefragt, also CBT, CBJ. Und zwar Constellation, das ist eine Science-Fiction-Geschichte, das ist auch ein Jugendroman. Ich fand, das hat sich auch ganz, ganz interessant angehört. Ich habe das Buch in der Buchhandlung gesehen, ich bin da irgendwie drüber gestolpert. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen bei irgendwem oder so, deswegen dachte ich, frag's es mal an. Und wie gesagt, ich habe es netterweise auch genehmigt bekommen und bin mal auch auf dieses Buch sehr, sehr gespannt. Und ja, oh Gott, mehr gibt es im Moment eigentlich auch nicht zu erzählen. Mein erster Advent gestern war recht entspannt. Ich habe mich mit Jenny getroffen, wir waren mit den Hunden Gassi, dann habe ich mich noch mit Maria getroffen gestern Abend, da war ich mit ihr und Jackie auch noch eine Runde Gassi. Ansonsten habe ich den ganzen Nachmittag gelesen und mich halt entspannt und einfach mal nichts gemacht. Und ja, nächstes Wochenende hat mein Freund Geburtstag. Mal gucken, wie das so wird. Ich denke mal, in diesem Vlog jetzt werde ich nicht so viel Zwischensequenzen filmen können, weil ich ja auch die Kamera bei dem Sheetwetter nicht mit rausnehmen kann. Deswegen wird es wahrscheinlich ein sehr laber-Vlog-mäßiger Vlog. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Sachen zusammenpacken. Ich muss nämlich jetzt gleich ins Büro. Und, oh Gott, ich bin so müde. Oh, kennt ihr das? Montagmorgen. Oh, man ist so müde. Und ja,
Ich gehe jetzt auf Arbeit und ja, wünsche euch erstmal noch einen schicken Tag und bis Adi später. Lieben. Es ist Dienstagnachmittag und ich sag euch, ich hatte einen Tag bisher. Mein Wecker hat heute früh nicht geklingelt, weswegen ich erstmal akkurat verschlafen habe. Und ich dachte mir so, warum ist das schon so hell draußen, als ich aufgewacht bin? Dann so, verschlafen! Ja, dann ging heute früh der Stress schon los und dann war ich den ganzen Tag neben der Mütze. Weil ich halt so Stress gemacht habe heute früh und irgendwie habe ich nicht richtig alles gecheckt heute, aber ich glaube, das hat keiner weiter mitbekommen. Und ja, dann sind wir jetzt nach Hause gefahren. Also mein Freund, der hat mich schnell jetzt in seiner Mittagspause nach Hause gefahren, dass ich ihn heute Abend nicht abholen muss. Und wir mussten noch auf die eine Poststelle, weil ich ein Paket bekommen habe. Und das konnte gestern nicht zugestellt werden, weil meine Nachbarn nicht da waren. Und ja, das mussten wir jetzt noch holen und dann wollten wir zurückfahren und ja, dann Vollsperrung, weil der Bundespräsident heute bei uns in unserer schönen Stadt war und jetzt gerade auf dem Heimweg zum Flughafen war und haben die kompletten Gassen gesperrt und du kamst nicht mehr weg. Und dann sind wir noch einen riesen Umweg gefahren und oh, es war jetzt Stress pur, weil mein Freund ja wieder auf Arbeit musste. Und ja, aber ich bin jetzt heile zu Hause angekommen. Ich werde jetzt einen ganzen Arsch Geschenke einpacken. Also, ich habe so schöne Sachen gekauft für andere, die ich so toll finde und ich kann sie euch nicht zeigen, weil sonst sehen die anderen das ja, wenn sie dieses Video sehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist voll doof. Aber so ist das. Es ist halt Weihnachten. Oh, jetzt fokussiert mich die Kamera mal wieder nett. Ja, ich werde jetzt Geschenke einpacken. Mein Freund hat Geburtstag am Samstag, das muss ich noch einpacken. Mein Opa sein Geschenk zum Geburtstag muss ich noch einpacken. Und für meine lieben Mädels ihre Weihnachtsgeschenke, die muss ich jetzt auch noch einpacken. Und die bringe ich dann morgen gleich zur Post. Und dann habe ich das schon mal von meiner To-Do-Liste abgehakt. Und die Mädels haben ihre Geschenke schon. Und ja, ich kann euch aber nicht zeigen, was ich für die Mädels gekauft habe. Da sie das ja sonst sehen würden, weil sie ja immer die Videos gucken und das möchte ich nicht. Also hier im Hintergrund seht ihr schon einen Karton und da liegt Niki ihr Buch. Ich habe die ausgeborgten Bücher, die ich noch überall hatte, gleich mal mit rausgeholt. Die schicke ich den Mädels auch gleich noch mit zurück und ja, dass ich das einfach von meiner To-Do-Liste habe. Für mich heißt es jetzt Geschenke einpacken. Aber ich habe ja das Paket auf der Post geholt, was gestern nicht zugestellt werden konnte und das war ein Paket vom HarperCollins Verlag. Tada! Und da ist ein Buch drin. Und das können wir ja mal kurz auspacken, weil auf das warte ich nämlich auch schon ganz gespannt. Und ja, wo stelle ich euch denn jetzt am besten mal hin? Wartet. Alles gut. Hä? Was ist das denn? Okay, ich bin dezent verwirrt. Ich habe das Paket ausgepackt und da war nicht das Buch drin, was ich erwartet habe, nämlich den dritten Teil von Götterleuchten, sondern Fighting to be Free, nie so begehrt. Das Buch habe ich doch schon. Und Orphan X. Bei Orphan X kann ich mich erinnern, da habe ich mit meiner Bloggerbetreuerin Jenny gesprochen und sie meinte, das Buch ist so gut und ich sollte es unbedingt lesen. Und sie wollte mir den ersten Teil nochmal zuschicken. Und das hat sie jetzt getan, das ist klar. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Jenny. Aber warum habe ich jetzt Fighting to be Free nochmal bekommen? Ich weiß es nicht. Das Buch ist schön, ich habe es ja schon. Ich habe es auch schon gelesen und rezensiert. Ich bin dezent verwirrt. Ich werde der Jenny dann wohl jetzt mal eine E-Mail schreiben, warum ich dieses Buch nochmal bekommen habe. Ich werde dem mal auf den Grund gehen und ja, werde Jenny gleich mal eine E-Mail schreiben und Pakete einpacken und das ist meine Abendbeschäftigung. Und ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Bis dann. Donnerstagabend, es ist 23 Uhr, verdammt, ich sollte seit anderthalb Stunden im Bett liegen und schlafen. Ja, egal, ich habe gelesen und zwar habe ich Wilde Umarmung gelesen, ich bin jetzt so weit, ich habe
die ersten drei Geschichten gelesen von den vier Stück, die es insgesamt sind in diesem Buch. Und, die ersten drei Geschichten waren wieder richtig toll. Es war eine Geschichte von Dorian dabei, die ging nur so 40 Seiten, wo man nochmal so einen kleinen Einblick auf ihn bekommen hat und das fand ich gut. Und die anderen beiden Kurzgeschichten haben mir auch richtig gut gefallen. Ich muss jetzt ins Bett. Ich muss aber vorher drüben noch am PC gucken, ob mein Video fertig exportiert ist oder ob das wieder nicht hingehauen hat. Denn mein Video für Sonntag wird extrem lang und der Videoexport dauert extrem lang. Ich habe heute aber auch noch ein Paket bekommen, weswegen ich eigentlich vlogge, nämlich dieses Paket hier. Und da ist natürlich ein Buch drin und ich wollte das mit euch jetzt mal auspacken, in der Hoffnung, dass ich das hinkriege auszupacken, ohne eine Schere jetzt noch zu holen. Mal gucken, ob das geht. Oh, ich habe das Buch ausgepackt. Ich habe es hingekriegt. Und zwar, ich habe noch ein Buch im Bloggerportal angefragt. Und zwar dieses hier, Constellation gegen alle Sterne von Claudia Gray. Das Buch klang vom Ansatz her so ein bisschen eine Mischung aus Diabolik und Rat der Neun. Deswegen fand ich es ganz, ganz spannend und wie gesagt, ich habe es deswegen angefragt, ich habe es netterweise genehmigt bekommen und bin jetzt sehr gespannt auf Constellation. Mal gucken, wie es ist. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, aber zuerst werde ich mein Gestandenwandlerbuch fertig lesen. Da werde ich morgen die letzte Geschichte lesen und in dieser letzten Geschichte geht es um Kenji. Und ja, Kenji kennt man schon so ein bisschen aus den anderen Büchern und ich freue mich sehr auf diese Geschichte, auch wenn es die dickste von allen ist. Und ja, dann wie gesagt ist Constellation dran. Ich lese mit Kati diesen Monat auf jeden Fall noch Starters. Und ich möchte diesen Monat ja auch auf jeden Fall auch noch Götterfunke lesen von Mara Wolf, den zweiten Teil, und Berühre mich nicht von Laura Kneidel. So, und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bin schon wieder viel zu spät dran. Ich bin viel zu lange aufgeblieben und ich komme wieder nicht rechtzeitig ins Bett. Und ja, ich höre jetzt auf zu lauern. Bis später. Inzwischen Sonntagmittag. Bei uns ist eine Eiseskälte. Ich werde gleich von einer Freundin abgeholt, weil bei uns ist heute verkaufsoffener Sonntag und wir wollen jetzt nochmal in die Stadt.
Und ich wollte die Kamera eigentlich mitnehmen. Ich werde sie jetzt aber zu Hause lassen, weil es ist einfach zu kalt und ich mache mal die ganze Kamera kaputt bei dieser Kälte. Ich weiß nicht, wie viel Grad minus wir haben, aber es ist einfach kalt. Eigentlich sollte es auch schneien, aber ich glaube, es ist zu kalt für Schnee bei uns. Überall in Deutschland schneit es, bei uns kommt nichts runter, weil es einfach, glaube ich, zu kalt ist. Ja, ich habe gerade gedreht. 4 Videos für nächste Woche und eins schon für übernächste Woche. Die muss ich heute Nachmittag dann, wenn ich wieder zu Hause bin, irgendwann nochmal schneiden. Und das war die Katastrophe heute schlechthin beim Drehen. Ich habe im Büro gedreht, weil mein Freund ist krank, der liegt auf der Couch. Der hat sich gestern zum einen voll den Rotz weggeholt bei der Kartbahn und dann hat er sich die Rippen geprellt, weil ihm einer reingefahren ist in die Seite und ja, dem geht es halt nicht gut. Und dann habe ich im Büro gedreht heute, dort war das Licht schlecht. Dann habe ich ewig keine Position gefunden, wie ich drehen kann. Dann konnte die Kamera mich immer nicht leiten und hat mich immer nicht scharf gestellt, weil durch die Bücher im Hintergrund sie immer alles andere fokussiert hat und oh, das Licht schlecht. Ach, es war heute einfach eine Katastrophe mit dem Drehen. Es werden nicht die besten Videos aller Zeiten. Dafür entschuldige ich mich hier mal offiziell. Aber was will man machen? Egal. Ansonsten weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal mit euch gesprochen habe. Es ist die Woche ja nicht so viel bei mir passiert. Es passiert immer nicht allzu viel. Ich habe euch ja ein paar Eindrücke eingefangen. Wir waren gestern schon in der Stadt und auf dem Weihnachtsmarkt. Und wir sind dann so ein bisschen durch die Stadt gebummelt und haben noch so zwei, drei Sachen gekauft. Wir haben. Ich müsste jetzt rübergehen und es holen. Ich hole das jetzt nicht rüber. Ihr könnt es ja einfach mal googeln oder bei Amazon eingeben. Wir haben so kleine coole Puzzle gefunden, so Metallpuzzle. Die sind wahrscheinlich schon wieder total alt und total out. Und ich sehe das jetzt erst wieder. Aber ich fand die so cool. Das heißt Metal Earth. Davon gibt es 20 Millionen verschiedene Sachen. Das sind so 3D-Modelle aus Metall, die man so durch Steckverbindungen zusammenbauen kann. So cool. Und da haben wir gestern die Tower Bridge gekauft und den Millennium Falcon von Star Wars und wollen die beiden mal ausprobieren, wie das so ist mit dem Bauen. Und wenn das ganz, ganz toll ist und ganz, ganz cool ist, dann möchte ich noch mehr davon haben, weil die Modelle sind im Endeffekt, glaube ich, nur so groß und die sind voll cool für Instagram-Fotos, wenn ich irgendwann mal dazu komme, wieder Instagram-Fotos zu machen. Und ja, das ist voll cool. Aber wir müssen uns mal testen, wie das mit dem Zusammenbauen bei uns funktioniert, weil wir sind beide nicht so die Menschen mit der größten Geduld. Und ja. So viel dazu. Also wir hatten gestern einen schönen Tag. Ich habe dann gestern Nachmittag noch Plätzchen gebacken. Das dürftet ihr ja auch gesehen haben. Und habe die dann noch schnell mit ein bisschen Schoki verziert. Ich bin ja da nicht so der Mensch, der da so eine übelste Messe macht mit Glasur und Muster und TÜV und so. Nein, ich mache da so pauschal ein bisschen Schoki drüber. So zack, 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 Thema erledigt. Und ja, dafür mache ich von der Masse her einfach zu viele. Wenn ich da mich jetzt noch hinstelle und bei 100 Plätzchen jedes Plätzchen extrem verziere, dann mache ich mich ja blöde. Nee, 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 nee. Ansonsten gibt es, was das Lesen betrifft, nicht viel zu berichten. Ich habe ja Wilde Umarmung fertig gelesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Und habe mit einem neuen Buch gestern noch angefangen, was ich bekommen habe. Und zwar mit, ich zeige es euch mal, Constellation von Claudia Gray. Claudia Gray ist die Autorin der, jetzt muss ich nochmal gucken, Evernight-Reihe. Die ist ja teilweise sehr gehypt worden. Und das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie dieses Buch ist. Ich habe die ersten 30 Seiten gestern gelesen. Das war ganz nett bisher. Hat gleich gut angefangen mit so einer Weltraumschlacht und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und ich muss mich jetzt beeilen, mein Akku blinkt. Ja, ich werde jetzt auch nichts mehr weiter filmen. Es ist Sonntag. Ich denke, ich habe ein bisschen was an Material, dass ich auf jeden Fall 10 Minuten Video zusammenkriege. Mal gucken, wie das Ganze wird. Und ja, mehr gibt es jetzt von mir auch nicht zu erzählen. Mal gucken, was ich nächste Woche alles so lese. Ich müsste ja eigentlich auch noch das Buch vom HarperCollins Verlag bekommen, aber das ist noch nicht da. Ich freue mich schon so auf das Buch, aber es ist noch nicht da. Und jetzt kocht gerade das Nudelwasser über. Mein Freund hat Nudeln aufgesetzt, jetzt kocht gerade das Nudelwasser über. Naja, egal. Mein Akku ist leer, ich muss mich beeilen. Ja, ich hoffe, dass mein Buch vom HarperCollins Verlag nächste Woche noch kommt. Wenn das nächste Woche nicht kommt, werde ich die mal anschreiben. Nicht, dass wir hier wieder solche Sachen haben wie im März, ne? Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.